Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Moment, ich muss die Musik ein bisschen leiser machen. So, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Im Hintergrund fließt der Fluss und es ist einfach mega schön. Mein Freund und ich haben endlich mal einen freien Tag zusammen. Das kommt in letzter Zeit nicht so häufig vor, aber das müssen wir jetzt einfach mal so richtig ausnutzen. Und da das Wetter jetzt auch noch so schön ist, haben wir einfach gesagt, wir gehen picknicken. Und dieser Ort hier ist einfach so schön, dass wir gesagt haben, wir kommen jetzt hierher, machen uns hier eine Decke. Dann haben wir Sachen zum Picknick mitgenommen und natürlich auch Wein und Sekt. Also es ist auch echt so total romantisch und wir haben Sektgläser dabei und wir haben frisch gebackene Brötchen und Eier und Datteln und Feigen und alles Mögliche und es ist einfach so schön. Und ich dachte, das ist ein gutes Thema für ein Video, weil ich solche Tage früher einfach nie genießen konnte. Es war wirklich immer so, dass ich an solchen Tagen immer gesagt habe, ich mache einen Cheat Day. Wenn es dann halt auch mal Alkohol gab und eben so süße Sachen, habe ich immer so einen Cheat Day gemacht, der dann meistens auch zur Cheat Woche wurde, weil ich dann einfach nicht mehr aufhören konnte. Und mittlerweile ist es einfach so anders und ich kann das einfach viel mehr genießen, weil ich einfach sage, es braucht keinen Cheat Day mehr. Jeden Tag ist alles erlaubt und ich kann mir jeden Tag ein Gläschen Wein nehmen. Ich kann jeden Tag Süßigkeiten essen und frisch gebackene Brötchen essen, wenn ich will. Ich kann das jeden Tag machen, wenn ich will. Und es ist einfach nichts verboten und daher brauche ich auch keinen Cheat Day. Und dadurch, dass es halt nichts Verbotenes mehr ist, ist es auch nicht mehr so reizvoll, sondern es ist einfach nur schön und ich kann es genießen. Und wenn ich so zurückdenke an früher, wenn ich solche Tage mal hatte, so Cheat Days, dann habe ich halt immer vollkommen übertrieben. Also ich habe dann nicht sagen können, okay, ich habe jetzt Lust auf Feigen und ein Brötchen und dann nehme ich mir das und genieße es. Sondern ich habe es dann komplett übertrieben und musste alles essen, was da war, weil es war ja ein Cheat Day und ich konnte es mal richtig ausnutzen und konnte dann wirklich alles essen, was ich wollte. Und dann habe ich es auch gemacht und danach hatte ich halt ein mega schlechtes Gewissen und ich konnte eigentlich den Tag so richtig gar nicht genießen. Den Moment, die schöne Zeit zusammen, das war einfach so Nebensache. Es ging alles nur ums Essen, ums Essen, ums Essen und halt eben auch ums schlechte Gewissen. Und es ist so unglaublich schade, weil es einfach so viel schöner sein kann, wenn man die Sachen wirklich genießen kann. Und ich möchte euch ans Herz legen, denkt mal dran, wie schön es sein kann, was für schöne Tage ihr euch machen könnt. Zweisamkeit genießen, einfach hier sitzen und ein Gläschen Wein genießen, ja, das ist so wunderschön. Lasst euch bitte von diesen scheiß Diätgedanken und Abnehmgedanken nicht den Tag versauen. Ich habe das so viele Jahre lang gemacht und bereue es so sehr, dass ich so viel Zeit verschwendet habe und ich bin auch so froh, dass es jetzt endlich vorbei ist damit und ich sagen kann, ich genieße einen tollen Tag mit meinem Freund und das Essen ist halt eine schöne Nebensache, fertig. Und mittlerweile ist es halt auch so, wir haben so viele Sachen dabei, wir haben Eier dabei, Marmelade, Brötchen, alles, ja wirklich ganz viel von allem etwas, weil man ja auch nie weiß, auf was man dann nachher wirklich Lust hat. Und nachher werde ich das auch so machen, dass ich sage, okay, auf was habe ich wirklich Lust? Und wenn ich sage, ich habe Lust auf ein Brötchen, dann nehme ich mir das Brötchen. Und wenn die anderen Sachen alle unangerührt bleiben, dann ist es auch in Ordnung. Also ich habe nicht mehr dieses starke Verlangen, alles zu essen, was da ist, sondern ich achte wirklich auf meinen Körper und frage mich auch, tut mir das Glas Sekt jetzt wirklich gut? Und wenn ich sage, du, ich möchte nur ein kleines Schlückchen, dann sage ich zu meinem Freund, du, schenk mir bitte nur ein kleines Schlückchen ein und dann genieße ich das in Achtsamkeit und bin dann komplett zufrieden. Und so geht es Tag für Tag und somit kann ich immer im Reinen mit mir sein. Ich erlaube mir immer alles und kann mein Essen jeden Tag genießen und es ist einfach eben nichts mehr so Reizvolles mehr. Und ja, ich habe dadurch einfach so viel Lebensqualität gewonnen und kann diese Tage genießen. Es ist so unglaublich schön. Ich sag's euch, dieses Gefühl ist so befreiend und so toll. Und mein Freund ist jetzt gerade noch mal ins Auto gelaufen, weil wir eine Hängematte aufhängen wollen. Und wir wollten die eigentlich zwischen die zwei Bäume hier hängen. Da. Zwischen die zwei Bäume. Aber der Abstand war zu lang. Und das Seil hat nicht gereicht und deswegen holt er jetzt aus dem Auto nochmal Spanngurte und dann probieren wir es nochmal und ich hoffe es klappt, weil so in der Hängematte liegen, das ist auch richtig geil, so zu zweit, das ist so eine neue, die haben wir jetzt erst gekauft und da kannst du irgendwie mit 200 Kilo oder so rein, also halt auch zu zweit, ja, und es ist mega schön und wäre cool, wenn es klappt. Ich bin jetzt mal gespannt, ob er Spanngurte findet und ob wir das hinkriegen und jetzt genieße ich noch die Zeit mit meinem Schatz und unseren freien Tag und es ist unglaublich schön und ich wünsche euch, dass ihr auch so tolle Tage erleben dürft und könnt, ohne schlechtes Gewissen, ohne Abnehmgedanken und einfach befreit den Moment, die Umgebung und einfach den Tag genießen könnt. Es ist so wunderschön und
Jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag, ihr Lieben. Macht's Beste draus. Schaut, dass ihr immer wieder Momente in eurem Leben einbaut, die ihr einfach nur genießt, die für euch da sind, ohne dass es sich ums Essen dreht. Und ja, macht's Beste draus, Leute. Man lebt nur einmal und das Leben kann man so schön machen. Ihr habt's alle selbst in der Hand. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und bis dahin ganz, 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 ganz viel Spaß, ihr Lieben. Ciao, ciao.